Nachdem sein Prozess jahrelang wegen Unstimmigkeiten aufgeschoben wurde, wird im Jahr 2006 in Japan ein junger Mann zum Tode verurteilt, der zum Zeitpunkt der Tat, die er beging, noch minderjährig war. Mit etwa 40 Fällen seit dem Krieg ist es in Japan relativ selten, dass ein zum Tatzeitpunkt Minderjähriger die Todesstrafe bekommt. Aus diesem Grund und auch durch die Stellungnahmen, die der junge Täter und seine Verteidiger vor Gericht abgeben, bekommt der Fall große Aufmerksamkeit und wird viel diskutiert. Im Jahr 1999 tötet der damals 18-jährige Takayuki Fukuda eine 23-jährige Mutter und ihre erst 11 Monate alte Tochter. Bitte liked das Video und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am 14. April 1999 kommt der 23-jährige Hiroshi Honmura gegen 7 Uhr abends von der Arbeit nach Hause. Er wohnt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in einem Haus in Hikari, in der Präfektur Yamaguchi. Zuerst ist er nur ein wenig verwundert, da er die Haustür unabgeschlossen vorfindet. Doch dann stellt er fest, dass das ganze Haus verwüstet ist und seine Frau und Tochter nirgends zu finden sind. Als er panisch das Haus absucht, findet er schließlich die Leiche seiner Frau, halbnackt in einem Wäscheschrank. Hiroshi ruft sofort die Polizei, die daraufhin die Leiche der 11 Monate alten Tochter in einer Plastiktüte auf dem Schrank findet. Am 18. April, 4 Tage nach der Tat, wird Takayuki Fukuda nach Hinweisen aus seinem Umfeld unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Takayuki ist gerade erst 18 geworden. In Japan erreicht man die Volljährigkeit mit 20. Laut seiner eigenen Aussage ist es am Tag der Tat sein Ziel, über eine Frau herzufallen. Gegen 2 Uhr mittags klingelt er bei Yayoi Honmura, gibt sich als Handwerker einer Firma aus und behauptet, er müsse die Abflussrohre kontrollieren. Nachdem sie ihn hereinlässt, versucht er, Honmura zu überwältigen, aber sie leistet starke Gegenwehr, sodass Takayuki sie direkt erwürgt und anschließend ihre Leiche vergewaltigt und weitere Handlungen an ihr ausführt. Während der ganzen Zeit schreit Yayois Tochter, was Takayuki dazu veranlasst, das Baby erst durch die Gegend zu werfen, es auf den Boden zu schlagen und, nachdem das Kind danach immer noch schreit, es mit einer Schnur zu erwürgen. Dann verstaut er die Leichen im und auf dem Schrank. Aufgrund der hohen Grausamkeit überträgt das Jugendgericht von Yamaguchi den Fall an ein reguläres Gericht. In der ersten Instanz wird Takayuki Fukuda, der vor Gericht in Pantoffeln erscheint und sich beim Ehemann und Vater seiner Opfer entschuldigt, als gehe es um eine Belanglosigkeit, zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Lebenslänglich bedeutet in Japan, die Dauer der Strafe wird nicht genau festgelegt und kann theoretisch das ganze Leben lang bedeuten. In der Praxis können die Verurteilten nach 10 Jahren eine Freilassung auf Bewährung beantragen, sodass viele Straftäter durch gute Führung und so weiter nach etwas über 10 Jahren aus lebenslänglicher Haft entlassen werden. Dies war zumindest damals, vor etwa 15 Jahren, der Fall. Obwohl Takayuki nicht nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird, kann er damit rechnen, dass ihm bei guter Führung bereits vor dem Ablauf von 10 Jahren Bewährung gewährt wird, da er zur Tatzeit minderjährig war. Hiroshi Honmura wird es währenddessen vom Richter nicht gestattet, im Gerichtssaal ein Foto seiner ermordeten Frau und Tochter zu zeigen, da dies den Täter psychisch und emotional beeinflussen könnte. Nach einigen Diskussionen darf das Foto schließlich im Raum verbleiben. Es wird allerdings mit einem schwarzen Tuch abgedeckt. Ein Anwalt Honmuras sagt anschließend auf einer Pressekonferenz, er habe den Eindruck, dass die Menschenrechte der Täter vom Justizsystem mehr respektiert werden als die der Opfer. Im Hinblick auf die geschilderten Vorgänge, auch in Betrachtung anderer Fälle mit minderjährigen Tätern in Japan, ist das eine sehr treffende Aussage. Der Richter begründet die lebenslängliche Strafe damit, dass Takayuki sich entschuldigt hat, somit quasi Reue zeigen würde und dass er noch so jung sei und noch alle Möglichkeiten im Leben habe. Es ist schon ziemlich schwer nachvollziehbar, dass solche Aussagen von offizieller Seite und dann auch noch in Anwesenheit der Angehörigen von Opfern getätigt werden. Was soll der Mann einer grausam ermordeten jungen Frau denken,
wenn der Richter sich öffentlich Gedanken um die Zukunft des Täters macht. Hiroshi Honmura macht kein Geheimnis aus seinem Ärger über den Prozessausgang. Nach der Pressekonferenz sucht er den Staatsanwalt, Herrn Yoshida, auf, der zu Honmuras Überraschung zugibt, mit dem Urteil überhaupt nicht einverstanden zu sein. Er denkt, wenn es bei dem Urteil bleibt, wird es als Grundlage für junge Straftäter in der Zukunft genutzt und schlägt vor, vor dem obersten Gerichtshof in Hiroshima in Berufung zu gehen. Dort wird im Jahr 2002 die lebenslängliche Haftstrafe bestätigt, mit der Begründung, dass der Täter zum Tatzeitpunkt erst 18 war und seine Denkweise als unreif beschrieben wird. Erneut gibt es die Anmerkung, Takayuki sei noch so jung, er könne sich ändern und ein völlig neuer Mensch werden. Der Staatsanwalt geht erneut in Berufung. Er erfährt, dass Takayuki aus der Haft öfter Briefe an Freunde schickt. Einem dieser Freunde, der Post von Takayuki bekommen hat, statten die Behörden einen Besuch ab. Der Inhalt der Briefe ist schockierend. Neben Beleidigung der Opfer und Verachtung des Justizsystems schreibt Takayuki unter anderem, ich zitiere, »Ich war wie ein Tier, das von seinem Instinkt geleitet wurde. Es war ein natürlicher Prozess. Kann man das Schuld nennen? Die Welt wird doch von den Bösen regiert. Und in 7 oder 8 Jahren, wenn ich aus dem Gefängnis raus bin, machen die eine riesige Willkommensparty für mich.« Das Verfahren in der dritten Instanz dauert 6 Jahre. Anstelle von 2 freiwilligen Verteidigern, die auf Takayukis Seite sind, sind es plötzlich 21. Alles Menschenrechtsaktivisten, die gegen die drohende Todesstrafe angehen wollen. Sein Hauptverteidiger ist Yoshihiro Yasuda, ein bekannter Anwalt, der schon einige Kriminelle vor der Todesstrafe bewahren konnte, wie zum Beispiel den Entführer eines Busses in Shinjuku im Jahr 1980 oder Osamu Maruoka, ein Flugzeugentführer. Außerdem hat Yasuda die vermeintliche Giftmörderin Masumi Hayashi, die letztendlich zum Tod verurteilt wurde, sowie den Sektenführer der Shinrikyo-Sekte, Shoko Asahara, verteidigt, der auch die Todesstrafe erhielt. Der Anwalt versucht seit Jahren, gegen die Todesstrafe vorzugehen und hält die Berichterstattung der Medien, die Täter oft als Monster oder ähnliches betiteln, für unangemessen. Er denkt, durch diese Art von Berichterstattung werden die Gerichte in ihren Entscheidungen mit beeinflusst und faire Prozesse werden unmöglich gemacht. Natürlich ist die Todesstrafe als solche fragwürdig und bietet immer eine Grundlage zur Diskussion, vor allem in Fällen, bei denen die Schuld der vermeintlichen Täter nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann, wie zum Beispiel im eben genannten Fall von Masumi Hayashi. Obwohl es im Fall von Takayuki Fukuda auch um Todesstrafe oder nicht geht, unterscheidet sich der Fall dadurch zu den anderen, dass der Täter eigentlich nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden müsste, was aber selbst die japanischen Gerichte angesichts der Tatumstände und des Verhaltens des Täters für unangemessen halten. Wäre Takayuki nur 2 Jahre älter gewesen, wäre er wahrscheinlich direkt in der ersten Instanz zum Tod verurteilt worden. Da er aber noch minderjährig war, bekommt er zunächst nur eine lebenslängliche Strafe. Mit der Aussicht, danach unter neuer Identität weiter sein Leben zu genießen. Wenn man sich den doch bedeutenden Unterschied zwischen beiden möglichen Strafen anschaut, könnte man sich fragen, wieso es nichts dazwischen gibt, wie zum Beispiel eine angemessen lange Inhaftierung, die von vornherein festgelegt ist, ohne die Möglichkeit auf Bewährung nach 10 Jahren. Aber das Rechtssystem bietet entweder den Jugendschutz oder die Todesstrafe. Unter diesem Aspekt ist die Motivation des Anwalts und der Menschenrechtsaktivisten zwar durchaus nachvollziehbar, aber man muss schon sagen, dass Takayukis Fall, der durch sein junges Alter und die hohe Grausamkeit der Tat auf einem anderen Level ist als viele andere Verbrechen, vielleicht nicht wirklich geeignet ist, den Kontra-Todesstrafe-Aktivisten eine Plattform zu bieten. Was auch dem Gericht in der dritten Instanz deutlich zu werden scheint. Denn während des dritten Verfahrens entschließt sich Takayuki plötzlich dazu, die Taten als solche zu leugnen. Er habe weder Yayoi Honmura noch ihre Tochter mit Absicht umgebracht. Es wäre vielmehr ein Versehen gewesen. Um dies näher zu erklären, gibt sein Team an Verteidigern eine unglaubliche schriftliche Erklärung zum angeblichen Geschehen am 14. April 1999 ab. Und damit meine ich wirklich unglaublich. In der Erklärung steht, zusammengefasst, Folgendes.
Nachdem die Mutter des Beschuldigten Takayuki Fukuda im Jahr 1999 Selbstmord begangen hatte, sehnte sich ihr 17-jähriger Sohn nach mütterlicher Liebe und Umarmung. Nachdem er das Opfer gesehen hat, kann er nicht anders, als sie in einem Bestreben nach mütterlicher Liebe zu umarmen. Er hätte sie dann nicht mehr loslassen können, womit er letztendlich versehentlich ihren Tod verursacht hat. Es wird noch unglaublicher. Die anschließende Vergewaltigung der Leiche wird damit erklärt, dass Takayuki angeblich dachte, das Opfer dadurch wieder zum Leben erwecken zu können. Auch das Baby wollte er nicht töten. Er wollte nur, dass es leise ist und hat deswegen eine Schnur um seinen Hals gezogen. Diese absurde Erklärung wird tatsächlich im dritten Verfahren von Takayukis Verteidigern vorgetragen. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf diese Erklärung fällt, wie man sich fast hätte denken können, nicht gerade positiv aus. Am 22. April 2008 wird Takayuki Fukuda vom Bezirksgericht Hiroshima zum Tod verurteilt. Alle weiteren Versuche, das Verfahren wieder aufzunehmen, werden vom Gericht abgelehnt. Mittlerweile scheint sich die lebenslängliche Strafe in Japan dahingehend zu entwickeln, dass mehr Gefangene als noch vor einigen Jahren längere Strafen absitzen müssen und in vielen Fällen nicht mehr nach nur etwa 10 bis 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Der umfangreiche Jugendschutz für minderjährige Straftäter besteht nach wie vor. Hiroshi Honmura bringt im Jahr 2000 ein Buch heraus, in dem er einen Briefwechsel zwischen sich und seiner ermordeten Frau veröffentlicht, der stattgefunden hat, als die beiden noch eine Fernbeziehung führten. Das Buch soll die glückliche Beziehung der beiden, die durch Takayuki Fukuda zerstört wurde, in den Vordergrund stellen und wird im Jahr 2007 sogar verfilmt. Wie seht ihr die Todesstrafe generell und auch in Bezug auf eine so junge Person? Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Abonniert noch schnell den Kanal und lasst ein Like da. Und bis gleich!